Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News und wir haben wieder ein paar neue Themen zur E3. Bethesda zum Beispiel hat nun gesagt, dass es wohl die längste Pressekonferenz aller Zeiten wird für die Firma. Genaue Zeit hat man jetzt nicht gesagt, aber es gehen ja schon einige Gerüchte im Internet rum. So sollen zum Beispiel Rage 2 und Doom 2 vorgestellt werden. Aber mit was füllt man den Rest der Präsentation? Weil vor einem halben Jahr hat man noch gesagt, was soll Bethesda dieses Jahr um Gottes Willen vorstellen. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch ein neues Elder Scrolls. Square Enix hat seine neuen Geschäftszahlen vorgelegt und sagt jetzt, es wird definitiv so sein, dass Kingdom Hearts 3 noch für dieses Jahr angepeilt ist. Das heißt, wohl zum Weihnachtsgeschäft, gehe ich mal von aus, können wir denn damit rechnen. Sony hat sich nun zu den ganzen Gerüchten der Vorstellung der PlayStation 5 geäußert und sagt, es wird dieses Jahr keine geben. Und das erfahrt ihr hier bei uns. So das Zitat von der Pressestelle von Sony. Und das heißt, wir dürfen uns dieses Jahr auf ein paar Spiele freuen, allerdings auf keine neue Konsole. Und man hat mittlerweile auch den Termin bekannt gegeben. Es wird am 12. Juni um 3 Uhr morgens soweit sein. Da ist es denn in Los Angeles gerade 18 Uhr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal wieder spätnächtlich uns das um die Ohren schlagen. Aber dazu gibt es ja unseren Stream. Dann können wir uns das gemütlich zusammen angucken. Dieses Jahr stehen dann vor allem im Fokus The Last of Us 2, Spider-Man, Ghost of Tsushima und Death Stranding. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, denn das soll ein bisschen länger gehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das erste Mal Gameplay-Material von The Last of Us 2 und Death Stranding sehen werden. Zudem soll es noch einige großartige Updates geben. Was das genau heißt, weiß man noch nicht so genau, aber wir könnten ja unten in den Kommentaren zusammen mal spekulieren. Wir wissen ja bereits alle, dass im Sommer das NES Mini nochmal auf den Markt kommt und Japan bekommt jetzt eine Special Edition in goldener Farbe. Da sind auch nochmal neue Spiele drauf, die allerdings nicht so den Fokus auf Nintendo haben. Als Beispiel seien da genannt 3 Dragon Ball Spiele und 2 Captain Tsubasa Spiele. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da so rauskommen wird. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall interessant für Sammler am Ende. Vor ein paar Tagen waren es noch Gerüchte, jetzt ist es bestätigt, das SNK Neo Geo Mini wird definitiv so eine Arcade-Version bekommen. Da die Bilder genau dem entsprechen, was wir vor ein paar Tagen gesehen haben als Gerüchte, können wir eigentlich auch davon ausgehen, welche Spiele im Endeffekt drauf sein werden, denn das haben die Gerüchte auch schon geleakt. Aber SNK hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert, auch nicht zum Preis und Release-Datum. Das war mal wieder die kleine Übersicht. Viel mehr News gibt es hier bald auf diesem Kanal. Unten abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, ist auf jeden Fall kostenlos. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News. Ciao.